Hallo und herzlich willkommen bei Rund ums Haus TV. Ja, heute gibt es mal ein Aufräumen-News-Video mit so ein paar Überraschungen vielleicht. Ja. Ja, heute plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen und ins Nähkästchen. Als allererstes möchte ich mich mal bedanken. Ohne mein Log geht gar nichts. Bei Simon Mück. Der hat einen YouTube-Kanal, der Woody, der hat allerdings nur 12 Videos drauf und schon ein Jahr kein Video mehr gemacht. Der hat mir Tidebond zugeschickt von meiner Amazon-Wunschliste. Und jemand anderes hat mir noch, ich habe leider von Amazon keine andere Benachrichtigung, und das hier ist die große Flasche, auch von meiner Amazon-Wunschliste zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß leider nicht, von wem die zweite Flasche ist. Wäre schön, wenn du es da unterm Video kommentieren könntest, dann würde ich das tatsächlich nochmal oben anpinnen. Mega. Also, damit komme ich jetzt erstmal keine Ahnung wie lang aus. Also, das ist ja mördermäßig. Und das war die direkte Reaktion auf mein Video, auch mein letztes News-Video von RTL. Und da hat Günther von Günthers Werkstatt ein super Thanks da gelassen. Vielen Dank, Günther. Ja, die Art Unterstützung ist natürlich mega. Ja, die stelle ich ja jetzt mal wieder weg. Die habe ich rausgeholt aus dem Regal. Das hier sind die Benachrichtigungen, die immer bei Amazon bei den Lieferungen dabei sind. Das eine ist die eine Flasche, das andere ist die andere Flasche. Ne? Und einmal ist eine Benachrichtigung dabei und bei dem anderen war halt kein Zettel dabei. Das ist dann von Amazon blöd gemacht. Aber ich suche eigentlich immer die günstigsten Sachen raus. Und da ist nicht immer gegeben, dass man eine Nachricht dazu senden darf oder kann. Ja, dann fange ich mal an, ein bisschen wegzupacken hier. Mein transparentes Silikon. Ich hoffe, das war ein guter Tipp für euch. Wo wir dann auch gleich beim Thema wären. Ja? Von wegen meinem Badezimmerschrank. Da gab es ja einige Fragen zu. Und der Peter von Leimis Werkstatt, sagen wir mal so, der wartet schon auf seine 2000 Abonnenten was länger. Also wenn er da mal hin, ich verlinke euch den Kanal mal hier oben rechts am Eck. Wenn er da hingeht und da ein Abo da lasst, dann wäre der, glaube ich, nicht traurig. Ne, von dem habe ich auch, Robert, hier, den Schleifklotz mal bekommen fürs Kommentieren auf seinem Kanal. Ne, dann sucht er sich einen aus und schickt einem einen selbstgemachten Schleifklotz. Ne, vielen Dank, Peter, nochmal. Aber jetzt gibt es direkt Mecker. Ne, du hast dich geoutet, du hast den ersten Teil nicht geguckt. Beziehungsweise den Teil hast du verpasst. Und zwar hat der Peter gefragt, warum habe ich bis 600er Korn geschliffen? Ne, die große Platte. Ich habe das im ersten Teil erklärt. Ich habe versucht, die Oberfläche so glatt und so dicht zu bekommen, wie es irgendwie möglich ist, um Farbunterschiede herzustellen. Deswegen habe ich mit der Drahtbürste den Rest gebürstet und habe das geölt. Ich wollte zwei verschiedene Farben herstellen, deswegen habe ich so hoch geschliffen. Und habe mir davon erhofft, dass man das nachher sieht. Das ist nicht ganz so gut geworden, wie ich gehofft habe, aber es funktioniert tatsächlich. Ich habe mir aber auch bei der Platte am meisten Mühe gegeben. Bei dem anderen war das nicht ganz so. Dann war noch eine Frage, wie viel Platz zu den Eckventilen ist. Ich habe vorher gar nicht danach geguckt. Ich habe Glück gehabt, dass es gepasst hat. Und zwar waren die Eckventile genau passend über dem Schubladenende. Was ihr nicht gesehen habt, ich habe nachträglich, die Fräse ist ja super kacke, ja. Ich habe nachträglich einen Sockel gebaut. Ich habe noch so einen Sockel von 3,5 cm gemacht. Habe den Sockel dann unter den Schrank geschraubt. So habe ich dann jetzt auch ausreichend Luft zwischen Schubladenende hinten und Eckventil an der Wand. Gepasst hat vorher auch schon, aber es war halt sehr knapp. Ja, dann kam noch die Frage, warum habe ich denn so einen Spalt da gelassen? Oder ich hätte die Platte ausklinken sollen, damit die am Türrahmen besser sitzt und so. Ich hatte ich hatte ja erst gemessen, 46,5 wäre genau das richtige Maß gewesen. Allerdings hatte ich da nicht mehr so im Blick, wie groß das Waschbecken ist. Und dann bleibt nicht viel Holz vor dem Waschbecken. Und ich finde es so schon, es ist okay. Ne? Sagen wir, es ist okay. Ich hätte gern mehr Holz davor gehabt. Vor der Hütten. Wenn ich das passend abgeschnitten hätte, dann hätte ich ja wieder fast einen Zentimeter verloren. Und das wollte ich eigentlich nicht. Die zweite Überlegung dazu.
Ihr könnt ruhig mithelfen, ne? Ihr müsst nicht nur da sitzen. Die zweite Überlegung dazu war, ich habe ja allerhand Elektrozeugs, ne? Was Männer halt so haben. Oder ich weiß nicht, ob alle Männer dazu haben, aber ich habe das jedenfalls. Ich habe einen Haarschneider, einen Bartschneider, einen Elektrorasierer, eine elektrische Zahnbürste. Und der, wie man das hat, ich hab ja das Badezimmer selber gemacht. Ne? Und als ich das geplant habe, habe ich gedacht, mit den zwei Steckdosen, da komme ich hin. Ne? Zwei Zahnbürsten fällt eh aus. So ist es ja nun nicht. Jetzt habe ich mir so gedacht, ich lege keinen Strom, weil das sind ja Fliesen. Aber ne, ich mache einen Dreifachstecker, den stecke ich oben ein. Ne, das Kabel geht am Ritz vorbei, sodass der Dreifachstecker oder Vierfach, Fünffach, wie auch immer, da unter der Platte ist. Und meine Rasierer und sowas stelle ich dann neben das Waschbecken und dann gehen die Kabel alle runter, anstatt die da so überall rumwurschteln. Dachte ich mir so. Naja, so könnte ich den Platz dann nutzen und die Kabel dran vorbeiführen. Das war aber erst der zweite Gedanke. Der erste war natürlich, ne, wegen dem Holz, und dann mache ich da einfach eine Leiste hin. Ne, so einfach ein Stückchen Holz, bisschen abgeschrägt, weiß ich nicht, mit meinen, ne, Fräsern, ne, so ein Profil daran gefräst, das ist ja kein Thema. Heute sind wir auf die Idee gekommen, oder ich bin auf die Idee gekommen, vielleicht sogar eine ganze Holzplatte daran zu machen, mit mehreren Brettchen dran. Mit dem Kabel hinterm Brett, versteht sich. Und dann die einzelnen Rasierapparate und sowas unter einer Seite hochzustellen. Das weiß ich aber nicht. Das probiere ich dann nochmal so aus. Stelle da mal so ein Holz hin. Guck mal, wie das so aussieht. Ob mir das gefällt. Aber darum gibt es den Ritz. Und am Rahmen ausklinken, das geht mal gar nicht. Und die Ecke am Dings ausklinken, da sieht auch Käse aus. Nein. Mein innerer Monk lässt das nicht zu. Dann Special Grüße an Helia Care. Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, ich kriege dafür kein Geld. Ich kriege gar, außer dass ich das Öl gestellt bekommen habe, bekomme ich nichts. Ich wollte auch nichts. Das Produkt ist einfach mega. Und ich habe dem Öl das zugetraut. Und ich weiß auch, wie gesagt, man macht keinen Lack aufs Öl. Aber das hat funktioniert. Und zwar richtig gut funktioniert. Ja, die Oberfläche ist fast... Ja, ich bin Laie. Ich hab davon keine Ahnung. So, ne, aber das ist trocken. Der Lack hat auch nichts. Das ist ja nicht aufgeworfen oder was weiß ich. Der Clou verträgt sich mit dem Helia Care super. Vielleicht habe ich auch nur besonders Glück gehabt, aber ich habe da drei Lagen Lack drauf gemacht. Der ist genauso schnell getrocknet, als wäre da vorher nichts drunter gewesen. Ich habe ja beide Platten gemacht. Einmal ohne Öl, einmal mit. Kein Unterschied. Also kann man so machen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Bei mir hat es funktioniert. Ihr könnt ja selber mal einen Versuch starten. Solltet ihr Helia Care zu Hause haben, macht ihr das mal auf so ein Holz drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe allem, wirklich allem, einen ganzen Tag immer gegeben zum Trocknen. Außer wie ich lackiert habe. Ne? Das ist ja relativ, das ist ja nach 15 Minuten oder so, was ist die Lackschicht. Und dann habe ich übergeschliffen, wieder neu lackiert. Dann habe ich über Nacht ziehen lassen und dann habe ich nochmal abgeschliffen und dann nochmal neu lackiert. Ansonsten, ne, immer 24 Stunden zwischen dem Leimen und alles. Jedes Teil hatte Zeit. Jetzt schmieße ich fort, ne? Ein vernünftiges Teppichmesser bräuchte ich. Ich habe hier so die Günstchen von Teppichdomäne, ne? Die Plastikdinger. Ah, da folgt noch was für Ärger mit. Das funktioniert nicht mehr, das hat sich irgendwie aufgehängt, ey. Und den Finger gesäbelt habe ich mir auch noch. Weil ich die Klinge rausholen musste. Wo ist denn jetzt die Rasierklinge davon? Und behalten tue ich sie trotzdem, ne? Aber egal. Gut. Ist halt so. Ja, dann habe ich noch so ein paar Tipps bekommen zum Schubladen einbauen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig mitbekommen habt. Ich habe ja in die Schubladenblende auch direkt von Anfang an unten eine Nut reingefräst, um dieses Ablagebrettchen mit in zu verleimen. Mir war ja klar, dass das nur am Stirnholz außen nicht, also angeleimt, nicht reicht, um die Blende, damit ich immer auf- und zuziehen kann. Also hatte ich das schon komplett eingenutet, damit der Ablageboden in die Schubladenblende reinkommt, damit ich mehr Verleimfläche habe, damit das mehr Stabilität hat. Von daher konnte ich gar nicht irgendwelche Unterlegteile reinmachen, um die Schubladenblende zu fixieren, weil ich muss ja erstmal die Auszüge reinmachen. Und wenn die Auszüge drin sind, dann ist alles vorgegeben. Mehr oder weniger. Wisst ihr, was ich meine, oder?
Also wenn man nachher und aufdoppeln, wenn ich jetzt einen kompletten Rahmen gebaut hätte und dann aufgedoppelt hätte, dann wäre kein schicker Schrank. Tut mir leid, die Leute, die das machen, für hier, das habe ich auch so, ne? Hier habe ich auch aufgedoppelt und die Blende ist von innen hier angeschraubt. Alles super. Werkstatt und sowas, alles, ne? Aber normaler Wohnzimmerschrank, guckt bei euch die Möbel nach, die sind nicht aufgedoppelt. Das macht man nicht. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Vielleicht mag es da doch irgendwo geben, so IKEA-Möbel oder weiß ich nicht, aber wenn du dir so ein Eichemöbel irgendwo kaufst oder so, da sind keine aufgedoppelten Schubladen, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wüsste ich jetzt so nicht. Also, ne, ich werde auch in Zukunft das immer so machen, dass die Blende gleichzeitig der Abschluss ist der Schublade. Also, ja, dann noch ein kleines Sorry fürs Nicht-Beantworten der letzten zwei, drei Videos. Die Schule hat viel abverlangt. Das ist natürlich für euch dann blöd und schade, aber ne, so ein bisschen lernen und so, das ist schon, ne, die Umschulung ist schon sehr wichtig für mich. Das Schlimmste ist jetzt vorbei, die ganzen Arbeiten sind geschrieben. Jetzt kommt nur noch die Zwischenprüfung. Also ich bin da noch sehr involviert und werde jetzt aber trotzdem noch Kommentare beantworten. Na klar, na klar. Was mache ich denn hier? Aber da war ich dann schwer im Übungsstress und ja. Sorry. Im Übrigen bin ich sehr verwundert, dass ich hier keine Fräser drin hatte, ne? Das ist ja ein Unding. Das ist das Komplettset eigentlich hier mit sämtlichen Verlängerungsteilen, aber nur ein Fräser drin, der Fünfer. Na, natürlich super schade. Und bei mir ist nicht der Wohlstand ausgebrochen. Ich habe mir tatsächlich diese Domino-Fräse vor fast einem Jahr gekauft. Also, ich hatte die dreimal bestellt oder viermal bestellt, dreimal storniert. Jedes Mal im Angebot zugeschlagen und jedes Mal war sie nicht lieferbar. Über Monate. Und dann wieder storniert, Geld zurück, beim nächsten bestellt, dasselbe nochmal und nochmal. Da waren also sämtliche Firmen bei. Ja. Das ist natürlich totaler Käse, weil ursprünglich wollte ich das Gerät haben für die Tür, ne, für meine Eichentür. Aber das sollte nicht sein. Und jetzt war der erste Einsatz. Ne, ich habe mir viel von meinem, was heißt viel? Ja doch, ich habe viel von meinem YouTube-Geld zurückgelegt, das, was ich verdient habe. Und ja, davon habe ich mir dann die Domino geholt hier. Der Truppe hat ja gesagt, man muss. Nein. Ja, so, gucken wir, was der Thorsten hier so rumliegen hat. Und zwar ist das mein 3D-Drucker. Ich verlinke euch das Video zu diesem 3D-Drucker mal hier oben rechts im Eck. Wie man gut erkennen kann, habe ich den Drucker das letzte Mal benutzt, anno, keine Ahnung, anderthalb, 2 Jahre her. Bestimmt. Wenn nicht noch länger. Ich habe dafür keine Verwendung. Hier sind noch drei Pakete von dem Laminat, will ich schon sagen. Hier, Filament. In grün. Oh, das ist noch verpackt. Das ist noch komplett zu, die Rolle. Schwarz. Hier ist noch eine angefangene, auch schwarz. Hier ist weiß. Da ist auch weiß. Den würde ich gern tauschen. Macht mir doch einfach mal ein Angebot. Also ich will den nicht verkaufen, wirklich nicht. Aber wenn irgendjemand was zum Tauschen hat, keine Ahnung, einfach mal anbieten, irgendwie einen Hubschrauber, ne, einen Porsche Cayenne, eine Insel, keine Ahnung. Bietet mir was an, ich suche mir irgendjemanden aus, also das muss schon ernst gemeint sein, ne? Und ich nehme auch keine fremden, anderen Frauen, die können ja alle selber behalten. Aber wenn jemand Interesse hat an dem Drucker und hat was zum Tauschen anzubieten, ey, bietet mir an, wenn ich zurückschreibe, sei der glückliche Gewinner, dann kann er vorbeikommen, trinken einen Kaffee. Vorher puste ich da nochmal drüber, ich mache den ein bisschen sauber. Jetzt nicht ganz sauber, doch ein bisschen sauber mache ich den schon. Trinken ein Käffchen, dann machen wir das Tauschgeschäft und dann ist alles super. Funktionieren tut der noch wie 1. Mai, glaube ich. Ja, nur halt sehr dreckig. Lang nicht gebraucht, der muss richtig sauber gemacht werden. Also da dürft ihr dann selber nochmal putzen. Das wäre doch was, oder? 3D-Drucker. Guckt euch im Video an, was das für ein Ding ist, wie groß der kann, oder ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe. Ja, hier verstaubt er nur.
Ich brauche nicht mehr. Und nein, ich bekomme keinen neuen. Das ist mir zu umständlich. Das alles mit so programmieren, da habe ich gar keine Zeit für. Da müsste ich mich dann reinwurschteln. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Habe ich kein Interesse dran. Ja, wir haben uns entschieden, eine PV-Anlage montieren zu lassen. Hier. Ne? Ich mache da, so wie es aussieht, nichts selber. Ne, das weiß ich nicht. Ich kriege ein Angebot von mindestens einer Firma. Das dauert aber mindestens ein halbes Jahr, bis die hier loslegen. Und ich glaube, da werde ich nichts selber dran machen. Soll ich das begleiten? Soll ich da irgendwie, wie wir Entscheidungsfindung, wie wir dazu gekommen sind, ein Video zu drehen? Ist das interessant für irgendjemanden? Das wäre dann auch nur, ja, erzählen, ne, mal filmen, wenn die da sind. Ja, vielleicht kann ich mit dem Menschen mal irgendwie was reden, hier mit Solar. Vielleicht kann der was Interessantes sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Muss ich aber nicht machen. Ne? Nur so. Es sei denn, es gibt jemanden von euch, der so PV-Anlagen vertreibt und montiert. Ne? Wer da Interesse hat, der kann mich gerne anschreiben. Ne? Wenn wir da irgendwie zusammenfinden würden, ne? Ich könnte mithelfen, müsste nicht. Aber ne? So, wenn da irgendwie jemand, ne? Können wir gerne im Kanal hier festhalten. Da sind wir auch schon bei der Sache, die ich am Anfang sagte, mit von wegen Hose runterlassen. Also, das ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich fürs Stammpublikum. Es sei denn, es gibt Leute darunter, die ihre eigene Firma haben. Ich bekomme viele Werbeanfragen. Ich bekomme blöde Werbeanfragen, sage ich jetzt mal. Ich will auch niemandem zu nahe treten, aber meistens sind die Leute, die aus Fernost schreiben, du hast einen tollen Kanal, du bist mega und keine Ahnung, die kennen nichts von mir. Die wollen mir einfach nur irgendwie was unterjubeln. Ich soll das hier im Kanal vorstellen und Judas. Reagiere ich gar nicht drauf. Grundsätzlich reagiere ich eigentlich auf sehr wenig. Dann habe ich letztens eine ziemlich nette Anfrage bekommen für ein Streichmaß. Grundsätzlich war die Mail nicht schlecht. Aber ich sag jetzt mal so, ne? Aus Vertrieblersicht mit Speck fängt man Mäuse. Der richtige Weg, ein Produkt in meinem Kanal zu platzieren, wäre, mir ein Produkt zuzuschicken. Wenn ich denn damit arbeite und finde das gut, dann könnte man eventuell zusammenfinden. Aber ein Produkt, was ich nicht kenne, beziehungsweise ich weiß zwar, was es ist, habe aber noch nie damit gearbeitet, soll dann vorher sagen, so, ne, ich stelle das hier vor und so, mache ich nicht. Also es gibt so Sachen, so Heliacare zum Beispiel, mega Produkt, habe ich ein Jahr mitgearbeitet, bevor ich überhaupt gesagt habe, dass ich damit arbeite. Bin davon mega überzeugt, so kann es laufen. Und nur so kann es eigentlich laufen. Weil irgendwas zugeschickt bekommen und dann sagen so, das hier ist das Allerbeste auf der Welt, das ist blöd. Ne? Finde ich so. Also von daher, wenn die Anfrage ohne Zahlen ist, ist das auch doof. Wenn wir uns da so richtig, ne? Ja, und dann noch eine kleine Info, die betrifft überhaupt nicht meinen Kanal, sondern ich war auf der Suche nach Wikis Welt und Wikis Welt ist weg. Ne? Also, der ist mit dem Handy auf die falsche Taste gekommen, hat seinen Kanal gelöscht und hat sich dabei an die Werkbank getackert und kommt da nicht mehr weg. Jetzt kann er den Kanal nicht wieder zuschalten und hängt in seiner Werkstatt und ist festgetackert mit dem Ärmel an. Nein, Quatsch. Der Kanal ist gehackt worden. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber, ne? Er versucht alles, dass der Kanal wieder am Laufen kommt. Ich gucke selber regelmäßig drauf, aber irgendwie geht sich da nichts. Also der ist noch dran und versucht auch alles, ne, für den Fall, dass es irgendjemanden gibt, der das so weitertragen kann. Ne, von mir die Info an euch, Wikis Welt ist im Moment nicht da. Ne, habt ihr ja selber schon gesehen, er versucht es weiter und da hoffen wir alle mal das Beste. Ich bin die ganze Zeit am Labern, komme gar nicht zum Aufräumen. Ne? Nicht so wirklich. Also, ist ja eine kleine Katastrophe. Gut, damit ihr mich nicht länger aufhaltet, weil mithelfen tut er ja nicht, würde ich mal sagen, dann war es in der Kürze der Würze, wenn es denn die Kürze war. Dann sehen wir uns beim nächsten Video von mir. Bis dahin sage ich, Mahlet Jod, schwinge Haut.